Ja, hallo und herzlich willkommen zu Einfach mal zocken Folge 24. Heute mit Might & Magic X Legacy, dem 10. Teil der Might & Magic Reihe. Und ja, nicht zu verwechseln mit Heroes of Might & Magic, weil das ist dann auch wieder eine andere Serie, die ich aber auch gerne mal hier irgendwann vorstellen kann. Der 10. Teil ist tatsächlich auch mein Lieblingsteil. Wobei ich zugeben muss, dass ich nicht so viele Teile aus dieser Reihe gespielt habe, ja. Ich glaube, ich kenne 6, 7, 8, 9 und 10. Und Teil 10 ist mir tatsächlich, wie gesagt, der liebste. Wir starten ein neues Spiel. Wir haben jetzt hier die Schwierigkeit Abenteurer. Das ist Standardschwierigkeitsstufe des Spiels. Wählt diesen Modus, wenn ihr euch an der Handlung und Aufträgen bei mäßiger Schwierigkeit erfreuen wollt. Und Krieger. Die Schwierigkeitsstufe beinhaltet härtere Gegner und höhere Preise für Ausrüstung und Dienste. Wählt diesen Modus, wenn ihr eine größere Herausforderung sucht. Das Trickreiche daran ist, man bekommt auf Krieger wohl angeblich wirklich besseren Loot. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich bisher immer nur auf Krieger gespielt, kann von daher auch nicht sagen, wie das jetzt auf Abenteurer ist. Aber ich würde jetzt hier mit euch ganz gerne mal richtig chillig Abenteurer nehmen. Und wir erstellen unsere Gruppe auch selbst. Wir haben 4 Plätze zur Verfügung. Ich spiele generell immer Menschen. Die finde ich, ja, passen halt immer am besten zu mir, ne? Also klar, jedem das seine, aber ich mag halt die anderen Rassen nicht so unbedingt. Ich habe bei privaten Sessions habe ich auch gerne mal was anderes genommen. Aber gut, Elfen vielleicht noch bei den Zauberklassen, aber ansonsten, ja, wir gucken mal. Also ich mache jetzt hier erstmal 2 Tanks in die vorderen beiden Plätze, die halt ordentlich was aushalten können. Da würde ich einmal den Kreuzritter nehmen. Der kann, glaube ich, auch ein bisschen heilen. Ich will jetzt hier auch nicht zu viel Zeit investieren. Es gibt jetzt auch nicht so viel Auswahlmöglichkeiten, ne? Also wenn wir jetzt eine Vierergruppe Menschen erstellen würden, hätten wir hier auch nur die 4 Porträts zur Verfügung. Als Name, ja, komm, machen wir einfach mal, na, was nehmen wir da für einen Namen? Ich tue mich da immer schwer. Nicht? Aber ich will auch nicht so viel Zeit jetzt hier. Machen wir einfach mal Jones. Das wird... Choose me. Choose somebody else. Lose. Ja, see if I care. Nur 2 verschiedene Stimmen. Einmal heroisch und einmal zynisch. So, Fertigkeiten, Waffen. Ja, Schwert ist okay. Magieschulen. Hat der Lichtmagie? Da kann er, glaube ich, dann auch mit heilen. Von daher, was machen wir noch? Rüstung, leichte Rüstung, schwere Rüstung, Schild auf jeden Fall. Bin ich immer ein Fan von. Anhand der Pfeile hier kann man auch erkennen, ob das jetzt ein wichtiges Attribut ist für ihn oder nicht. Also man sollte da schon so ein bisschen mit drauf achten. So, wir haben noch einen Punkt übrig. Den investieren wir dann in Kriegsführung. Ja, und dann Macht ist, kann ich das auch mal kurz zeigen, Macht steigert den Nahkampfschaden und die maximale Lebenskraft um, na, um 0 pro Attribut. Ich habe gedacht, hier kommt jetzt ein Nahkampfschaden, wird gesteigert. Ah, hier wird nur der Nahkampfschaden gesteigert. Okay, machen wir das mal auf 10. Glück. Nee, Quatsch, wir gehen mal der Reihenfolge nach. Magieattribut steigert die magische Kraft und die maximale Mana-Menge. Wahrnehmung steigert den Fernkampfschaden und alle Angriffswerte. Glück steigert Chancen auf kritische Treffer und den Wert für Ausweichen. Vitalität steigert die maximale Lebenskraft um 3 Punkte pro Attribut. Und Geist haben wir dann noch, steigert, glaube ich, das Mana. Ne? Hier kommt jetzt leider kein Tooltip. Von daher, warum kommt jetzt hier kein Tooltip mehr? Okay, Mana 3, ja. Dann nehmen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Leben mit. Kritische Treffer, gut, das steht da gleich mit bei. Das ist ganz nett. Wahrnehmung, Fernschaden brauchen wir bei ihm eigentlich nicht. Dann machen wir hier noch ein bisschen Macht drauf. So, nächster Charakter, nehmen wir auch wieder einen Menschen. Kreuzritter hatten wir eben. Dann nehmen wir jetzt hier den Söldner. Da können wir dann ihn hier nehmen. Und, Jones hatten wir eben, dann nennen wir ihn hier Devin. Er, ja, gut, er kann ruhig zynisch klingen, das ist ja jetzt wurscht.
Was haben wir hier? Er braucht das. Bei den Waffen lasse ich ihn auch auf Schwert. Er kann auch Schild mitnehmen. Was war das jetzt hier? Ausweichen ist okay. Wir haben noch einen Punkt übrig. Den nehmen wir in Ausdauer. So. Ja, ich mache das hier mal ähnlich. Wahrnehmung, Fernschaden, Glück. Haben wir noch einen Punkt? Dann... Ach komm, machen wir auch noch auf Macht. Wie gesagt, wir wollen das jetzt hier nicht ausarten lassen. So, für die Magieklassen, da nehme ich jetzt hier einmal den Druiden, also einen elfischen Druiden und auch gern ein Fräulein. Unfeil ist okay, heroisch, wie klingt das? Choose me! Und zynisch. Not choosing me would be a big mistake. Okay, so, auf jeden Fall Primärmagie, Großmeisterstufe verbessert. Was waren, Umschlingen, wo war denn der Heilzauber dabei? Himmlische Rüstung, Windstoß, Entzweien. Ich weiß jetzt nicht, wo der Heilzauber dabei war. Das wird empfohlen. Und auf jeden Fall auch Mystik. Lassen wir das mal so. So, nächster Charakter. Nehmen wir nochmal einen Elf. Oder halt, haben wir hier bei Menschen, hatten wir einen Freimagier, ne? Da muss ich mal gucken. Ja, du bist okay. Achso, was hatte sie denn? Anna, okay. Hat sie jetzt hier einen Heilzauber dabei? Windstoß, Feuer, Eis, Umschlingen und Schattenumhang. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig hier, ne? Waldläufer, Druide. Aber ich glaube... Nee, halt, Anfeil war okay. Ah, jetzt hat er das hier wieder rückgängig gemacht. So. Dann mache ich hier einfach mal einen Mensch, Magier. Wie gesagt, ich möchte euch ja jetzt hier auch nur das Spiel mal so ein bisschen zeigen, ne? Und da will ich auch nicht so viel rumexperimentieren. Menschen sind übrigens auch die einzige Rasse, die hier 5 Punkte verteilen können bei der Charaktererschaffung. Machen wir bei ihr Dolch oder machen wir Armbrust? Armbrust ist eigentlich ganz cool. Dann kann sie nämlich auch aus der hinteren Reihe so ein bisschen fernkampftechnisch angreifen. Stärken, magische Angriffe, jawohl. Gut. So, bestätigen. Dann haben wir jetzt hier unsere Gruppe erstellt. Und ja, es kommt ein Intro, glaube ich. What is the meaning of a dream? Only Asher knows. Are they omens warning us of future tragedies? Distant memories dying in the deafening silence of the void? Or are they sometimes both? The death wish of some ancestor bargaining with the dragons that his legacy be carried on. Last night I dreamed such a clear vision of past events. Terrible things I had wanted to forget. They refused to fade away, demanding. Ich mach das mal ein bisschen leiser jetzt hier einmal für euch. Sorry für die kurze Unterbrechung. Pleading to be told one last time. This story begins with what we now call Uriel's deception. During the fabled Elder Wars, wars that once pitched the Children of the Light against the Children of Darkness. Uriel, the great Archangel, had vowed to avenge his family, slaughtered by the greatest warrior and tactician of the Faceless, Erebos, the Master of Assassins. For centuries, Uriel, consumed by hatred, planned his revenge. Shortly before the second eclipse, Uriel and his inquisitors provided proof that the Faceless were plotting to rekindle the fires of the ancient wars. Emperor Liam Falcon, an ambitious man, easily enthralled by the Archangel's righteous determination, declared a holy war against the Children of Darkness. And Uriel's own brother, the Archangel Michael, esteemed and feared general of the ancient angel host, was brought back from the dead to lead the onslaught. But Uriel's plan had one fatal flaw.
He underestimated the courage and resourcefulness of the humans he had set out to use in his machinations. There were some who saw through his lies, seeing Uriel's proof as clever fabrications. The murders and sabotages of which the Faceless had been accused were his own doing. Angels cannot lie, or so the saying goes, but there's nothing written saying that they have to tell the truth. Uriel escaped the justice of the courts, but not the judgment of the dragons. Uriel, Michael, and the Emperor Liam perished in the bloody fires of the second eclipse. But a legacy remained, continuing to poison the Empire. When the true extent of Uriel's deception was revealed, the scandal nearly ripped the once great and holy nation apart. Distrust grew between the Empire and its allies. Dissentful whispers could be heard throughout the hallways of the Imperial Court. And outside of the Empire's borders, the colonies and protectorates were clamoring for independence. In an effort to calm the troubled waters, Liam's heiress, the young Empress Gwendolyn Falcon, proclaimed a series of reforms that were immediately unpopular with the more conservative nobles. These tensions came to a head in the Agin Peninsula. Once a jewel of the Falcon Crown, the great port of Carthal on the Savage Sea was threatening to secede and join the loose coalition of the Free Cities. Skirmishes were multiplying between the rebels and imperial garrisons. Brigands were stalking the trade routes, and pirates were raiding the coasts. This is a story of a particular group of adventurers who had just set foot on the peninsula for the first time, on a quest to fulfill the dying wish of their mentor. They were called raiders, but would soon be known as legends. Do not let the name Raiders fool you. They were not mere brigands or adventurers only interested in glory and gold. They believed in a higher calling, an ideal of honor and courage. These values were the legacy of their mentor, Owen, a raider himself and a veteran of the Battle of Hammerfall. So, ja, die Texte werden vorgelesen. Sorry nochmal, dass das jetzt hier am Anfang so ein bisschen sehr laut war. Ich hatte die Soundeinstellung eigentlich schon angepasst im Voraus. Aber anscheinend habe ich das für die Videos vergessen. Es gibt jetzt hier die Erzählerin. Lasst euch nicht von der Bezeichnung Schatzjäger täuschen. Sie waren keine Banditen oder nur an Geld und Ruhm interessierte Abenteurer. Sie glaubten an eine höhere Berufung, an ein Ideal der Ehre und Courage. Diese Werte waren das Vermächtnis ihres Mentors Owen, ebenfalls ein Schatzjäger und ein Veteran der Schlacht von Hammerfall. In a way, it was also their mentor who had led them to the Agin Peninsula. He had been a son of Carthal, and before his tragic death, he had asked his students to bring back his ashes to the city of his birth, to be buried next to his ancestors. In gewisser Weise war es auch ihr Mentor, der sie zur Argyn-Halbinsel geführt hatte. Als Sohn Karthals hatte er seine Schüler vor seinem tragischen Tod gebeten, seine Asche in seine Geburtsstadt zu bringen, damit sie neben seinen Vorfahren begraben werden möge. To honor their master's wish, they boarded the first ship willing to take them to the west. As they disembarked in the small, peaceful harbor of Sorpickle by the sea, they could not suspect how far this journey was going to take them. Um den Wunsch ihres Meisters zu erfüllen, bestiegen sie das erste Schiff, das bereit war, sie nach Westen zu bringen. Als sie in dem kleinen friedlichen Hafen von Sorpegal am Meer von Bord gingen, konnten sie nicht ahnen, wie weit diese Reise sie noch führen würde. So, als allererstes muss ich jetzt mal gucken, ob ich... Schade, ich kann das Vorlesen hier leider nicht ausstellen, so wie es aussieht. Oder ich sehe es gerade nicht. Nee. Okay. Gut. Wir haben jetzt hier eine klassische, ja, Feldbewegung. Ja, also man sieht es jetzt hier unten auf der Karte auch eingeblendet. Wir können die Karte dann auch öffnen. Und das Coole finde ich, man kann jedem Feld jetzt hier einen Hinweis verpassen. Ne? Also wir können hier zum Beispiel
jetzt als Kartennotiz machen wir einfach mal Ankunft. Ist ja jetzt zwar blöd, aber so, und dann haben wir... Dann steht das da eben mit bei, das Feld wird vorgehoben. Und so kann man dann auch in der Stadt jetzt bestimmte Locations markieren. Es gibt ja hier auch Klassenlehrer und hast du nicht gesehen. Und ich habe mir das auch immer zunutze gemacht und dann die entsprechenden Lehrer eben auf der Karte schon markiert, dass ich dann im Falle eines Falles wusste, wo ich hin muss. So, wir können hier auch... Ah, new faces. Very good. I suppose you arrived with the morning tide, with that boat from the east. Welcome to Sopogel by the Sea. You're raiders, are you not? Adventurers? Ja, ah, neue Gesichter, sehr gut. Ich nehme an, ihr seid heute Morgen eingetroffen mit diesem Schiff aus dem Osten. Willkommen in Sopogel am Meer. Ihr seid doch gewiss Schatzjäger, oder nicht? Und ihr seid? Wie unhöflich von mir. Ich heiße Dunstan. Ich war auch mal Schatzjäger, aber ich habe mich zur Ruhe gesetzt. Das werdet ihr hier sehr häufig hören. Sopogel ist einer dieser absolut langweiligen und sonnigen Orte, wo Helden ihre alten Tage verbringen, wenn sie der endlose Kriege und Abenteurer überdrüssig geworden sind. Wir müssen nach Kartal. Oh, I guess the news of the current situation hasn't reached the rest of the world yet. Nobody is going in or out of Kartal, my friends. I know from a well-informed source that rebels have taken over the city. They have sealed its gates and closed the harbor while they establish a new government. Ich nehme an, die Nachrichten über die aktuelle Lage hier haben den Rest der Welt noch nicht erreicht. Niemand kommt nach Kartal hinein und niemand kommt heraus. Aus gut unterrichteter Quelle weiß ich, dass Rebellen die Stadt übernommen haben. Sie haben die Tore und den Hafen gesperrt, während sie eine neue Regierung einsetzen. Auftrag Arbeitssucher. Ihr wollt euch wohl etwas Geld verdienen und einen Namen machen, wie? Dann solltet ihr zur Stadtgarnison gehen und nach Hauptmann Maximus fragen. Ich habe gehört, dass er noch anwirbt. Aber ich vergesse ständig, dass ihr hier noch neu seid. Soll ich euch ein wenig herumführen? Wenn wir jetzt Ja nehmen, wird er uns bei jeder wichtigen Location immer so einen kleinen Text erzählen. Deshalb nehme ich jetzt hier einfach mal Nein. Wie ihr wünscht. Die Stadt ist ohnehin nicht groß. Ich glaube nicht, dass ihr euch verlaufen könnt. Jedenfalls bin ich sicher, dass wir uns schon bald wiedersehen. Ich spüre, dass ihr die Dinge hier in der Gegend interessanter machen werdet. Ja, und ihr habt es natürlich erkannt, dass hier ist Professor Snape. Ja, sieht man am Porträt. Nein, natürlich nicht. So, normalerweise würde ich hier alles richtig schön erkunden. Ich möchte euch aber ein bisschen Gameplay zeigen. Von daher gehen wir jetzt auch gleich mal zur Stadtgarnison. Die haben wir, glaube ich, hier. Nee, das ist der Schmied. Gott, wo war denn die Stadtgarnison hier nochmal? Ach, hier vorne, glaube ich, ne? Ich bin gerade so ein bisschen lost, hab das schon eine Weile nicht mehr gespielt, genau. Yes, more glory. Ja, was wollt ihr? Wir suchen Arbeit. Man hat uns erzählt, ihr hättet Verwendung für Schatzjäger. Ihr haltet euch also für Schatzjäger, was? Ha, dass ich nicht lache. Habt ihr je um euer Leben gekämpft? Habt ihr je einen Feind ins Auge geblickt, während ihr ihm die Klinge ins Herz stoßt? Das dachte ich mir. Geht nach Hause und hört auf, meine Zeit zu verschwenden. Wie können wir uns beweisen? Welcome aboard. Ihr seid beharrlich, das muss ich euch lassen. Gut, das ist eine der Qualitäten, die ihr braucht, um als Schatzjäger zu überleben. Ich mache euch einen Vorschlag. Ich stelle euch eine einfache Aufgabe und wir sehen dann, wie ihr damit zurechtkommt. Wenn ihr sie erfüllt, können wir über ernsthaftere Dinge reden. Was sagt ihr? Keine Sorge, ich werde nicht von euch verlangen, in irgendeinem Keller Ratten zu töten. Auftrag Spinnen im Brunnen. In der letzten Zeit sind ein paar Dorfbewohner verschwunden und meine beste Spur ist ein Trunkenbold, der behauptet, in der Nacht wären Spinnen aus dem Brunnen gekrabbelt. Ich habe ihm zuerst nicht geglaubt, bis ich die achtbeinigen Krabbelviecher mit eigenen Augen gesehen habe. Widerliche Biester. Also werden wir, ihr und ich, in den Brunnen steigen und ihr Nest vernichten. Ihr habt doch keine Angst vor ein paar Spinnen, oder? Ach, und wenn ich Spinnen sage, meine ich richtig große. So, Mietlinge. Einige Nichtspielercharaktere können angeworben werden, damit sie die Gruppe begleiten und ihr ihre individuellen Dienste erweisen. Andere mögen sich eurer Gruppe für die Dauer eines bestimmten Auftrags anschließen wollen. Ihr könnt immer nur höchstens zwei Begleiter haben, aber ihr könnt einen Mietling entlassen, damit sich ein Auftrags- oder Nichtspielercharakter der Gruppe anschließen kann. Okay. Der ist jetzt hier angezeigt. Ja, Maximus, dieser Mietling wird versuchen, in jeder Runde die ersten zwei gegen euch eure Gruppe gerichteten Schuss- oder Nahkampf-Angriffsversuche zu parieren. Die Abwehrchance beträgt 50%. Wir haben hier auch übrigens unsere, ich nenne es jetzt mal Aktionsleiste mit den ganzen quasi Skills, die wir so haben.
Dann gibt es noch ein Tagebuch, wo die Aufträge drin stehen. Das haben wir hier. Ist auch alles echt schön gemacht, muss ich sagen. Von der Optik her gefällt mir sehr, sehr gut. Dann haben wir unser Zauberbuch mit den ganzen Skills, die die betreffenden Charaktere jeweils haben. Da können wir dann auch hier unten einfach durchschalten, ne? Ganz easy. Und hier haben wir das klassische Inventar, auch wieder unterteilt für jeden Charakter. Ich habe jetzt hier natürlich, weil ich... Ah, ich weiß gar nicht mehr, war das, weil ich eine Collectors... Ich habe jedenfalls eine Collectors-Edition hiervon. Und ich glaube, dieser rote Gegenstand ist... noch aus dieser Collectors-Edition. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Wir können den aber aktuell nicht identifizieren, ne? Ich glaube, da müssen wir... Da muss ich irgendjemanden besuchen. Aber wir wollen jetzt hier uns mal um den Auftrag mit den Spinnen kümmern. Die finden wir hier hinten im Brunnen. Das ist so ein kleiner Dungeon. Wollt ihr das Verlies Spinnennest wirklich betreten? Ja, man hat dann hier auch immer so ein Bildchen davon und dann können wir bestätigen oder abbrechen wählen. Aber wir wollen da natürlich reingehen. Was ich nicht ganz verstehe, ich habe jetzt diesen Ladebildschirm hier. Im Internet habe ich einen anderen Ladebildschirm gesehen bei diesem Spiel. Und zwar so ein Symbol, das sich dann auch im Kreis immer dreht. Ich weiß nicht, warum ich diesen Screen habe. Keine Ahnung. So, dann sind wir jetzt hier auch schon in unserem ersten Dungeon. Wir können uns übrigens auch mit der Maus hier so ein bisschen umschauen. Das ist manchmal ganz hilfreich, ja, wenn man dann irgendwelche Details sehen möchte. Ansonsten ist das hier ganz normale WASD-Steuerung, ne? Also A, D, W und S halt. Mit Q können wir quasi einen Schritt nach links machen und mit E einen Schritt nach rechts. Und wie gesagt, die Karte wird automatisch gezeichnet. Das ist eine ganz nette Sache. Great. I need something to hit. Ach genau, der Gefahrenanzeiger oben, der zeigt uns an, wenn Feinde in der Nähe sind. Wenn der Gefahrenanzeiger eine rote Farbe bekommt, weiß mindestens ein Feind von der Anwesenheit der Gruppe und wird einen Angriff auf euch versuchen. Das bedeutet auch, dass ihr nach Beendigung eurer Runde, entweder nach dem Bewegen der Gruppe oder nach einer Aktion mit jedem Gruppenmitglied warten müsst, bis alle Feinde ihren Zug gemacht haben, bevor ihr wieder an der Reihe seid. Sprich, Kämpfe sind hier generell rundenbasiert, man hat alle Zeit der Welt, man muss nicht hasten, ne? So, es ist Normalfall immer der ganz links an der Reihe und dann geht das der Reihe nach durch, bis jeder einmal dran war. Was machen wir jetzt hier? Ich würde sagen, wir hauen einfach mal ganz normal drauf. Während des Kampfes kann in eurer Runde jeder Charakter eine Aktion ausführen. Der aktive Charakter ist mit einer blauen Flamme über seinem Porträt gekennzeichnet. Die Standardreihenfolge ist von links. Naja, das hatte ich ja gerade schon gesagt. Wir können aber auch dazwischen funken. Wir können jetzt auch sagen, sie soll jetzt mal zuerst angreifen, danach sie, wie wir halt möchten, ne? Fernangriffe. Gruppenmitglieder, die mit Bogen oder Armbrust ausgerüstet sind, können Fernangriffe auf Feinde in gerader Linie ausführen. Wenn ihr eine Gruppe von Feinden aufs Korn nehmt, die mindestens zwei Felder entfernt sind, braucht ihr kein bestimmtes Ziel auszuwählen. Im Nahkampf richten Fernangriffe nur verminderten Schaden an. Die Spinne steht jetzt direkt vor uns, das würde halt bedeuten, Fernangriffe sind nicht sehr effektiv. So, das hier ist übrigens auch die Lebensleiste der Riesenspinne. Und, ja, was machen wir jetzt hier? Machen wir mal ein bisschen Zauber. Ich glaube, das stößt sie auch zurück. Genau, da muss sie nämlich... Müssen wir jetzt nach vorne gehen? Wie war denn das? Now is not a good time. Pausieren konnte ich hier, glaube ich, nicht, ne? Aber ich kann mich zumindest einmal verteidigen. Sobald sich mindestens ein Feind auf einem mit Standort der Gruppe benachbarten Feld befindet, beginnt für beide Seiten der Nahkampf und niemand kann sich entfernen. Also wir können jetzt zwar uns hin und her drehen, aber wir können nicht weglaufen. Das heißt, wir müssen den besiegen, komme was wolle. So, da haben wir unser erstes Monsterchen besiegt und haben dann auch im Bestiarium einen Eintrag dafür. Hier oben gibt es noch eine Leiste. Wenn wir die öfter besiegen, ist die nachher irgendwann voll und wir haben dann auch richtig detaillierte Informationen über die Gegner. So, da ist die nächste. Theoretisch kann jetzt der Fernkampfcharakter hier schon einen Fernkampf starten, ne? Die anderen können sich ja dann einmal verteidigen.
Fernkampf ist auch ganz praktisch. Es gibt keine Munitionsbegrenzung und sie verbraucht dabei auch kein Mana. So. Achso, sie hat ja gar keine Nahkampfwaffe dabei. Halt mal. Kriegen wir hier eigentlich... Mit dem Loot weiß ich jetzt gar nicht, ob das immer automatisch eingesammelt wird. Also wir haben jetzt hier auf jeden Fall ein Gegengift bekommen. Keine schlechte Sache eigentlich. Wir können das natürlich auch aufteilen, ne? Indem wir jetzt sagen... Nee, wie war denn das? Konnte er das? Ich glaube, das kann ich bei jedem mit reinpacken. Genau. Da war ein Fass, das wir öffnen können. Leider war da jetzt ein Gegner drin. Waffen können abnutzen, wenn ein Hieb vom Gegner pariert wird. Schilde können abnutzen, wenn ihr kritische Angriffe pariert. Wenn ein Gruppenmitglied Ziel eines kritischen Angriffs ist, kann ein willkürlich ausgewählter Teil der Rüstung abnutzen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal hatte. Weil Zustand meiner Waffen... Den sehe ich zumindest hier jetzt erstmal nicht. Wir haben einen mittleren Lebenstrank erhalten und bei ihr ist das Mana schon ganz schön runter. Ja, jetzt kommen wir in einen etwas größeren Raum und haben es gleich mit mehreren Gegnern zu tun. Und das Beste, was man jetzt hier machen kann... Now is not a good time. Okay, es geht nicht mehr. Sonst hätten wir noch einen Schritt zurück machen können. Ihr könnt Mana-Tränke nutzen, um das Mana eines Charakters aufzufrischen und Lebenstränke, um das Leben aufzufrischen. Ja, das weiß ich. Machen wir bei ihr auch mal. Verbraucht natürlich dann auch einen Aktionspunkt. So. Zwei Truhen, die wir plündern können. Da haben... Oh, eine Rüstung und ein Amulett. Das gucken wir uns natürlich gleich mal an. Ausrüstung. Neue bei euren Abenteurern erbeutete Ausrüstung wird dem Inventar eurer Gruppe hinzugefügt. Ausrüstungsgegenstände können entsprechende Ausrüstungsplätzen eines Charakters zugeordnet werden, wenn er die Fähigkeiten besitzt, sie anzulegen oder zu benutzen. Lasst den Mauszeiger über einen Gegenstand schweben, um dessen Werte mit den Werten der entsprechenden aktuell angelegten Ausrüstung zu vergleichen. Gut. Gucken wir mal, wir haben jetzt hier eine leinen Robe mit einem Rüstungswert von 2. Die würde ich ganz gerne ihr hier anlegen. Und was haben wir da? Eine Halskette, die hat jetzt aber nichts Besonderes. Also eigentlich können wir die dann auch in der Stadt verkaufen. Müssen die nicht unbedingt anlegen, weil die hat ja keine Boni oder irgendwie sowas in der Richtung, ne? So, haben wir hier auch nochmal eine Kiste. Einen, ja, Silberring, den man auch verscherbeln kann. Und einen Stammesspalthammer. Benötigt... Mindestens Stufe Anfänger der Fertigkeit Streitkolben benötigt. Mindestens Stufe Anfänger der Fertigkeit beidhändig. Ich glaube, da haben wir gar keinen Charakter, der das tragen kann. Er nicht. Er auch nicht. Naja, und die beiden sowieso nicht. Also da brauche ich gar nicht. Nee. Gut. Ja, normalerweise würde ich jetzt hier auch jedes Feld einmal ablaufen, damit wir die Karte komplett erforscht haben. Aber ich möchte mit euch mal hier ganz chillig... ich glaube, jetzt kommt sogar schon der Spinnenboss. Ja, ich möchte mit euch hier ganz chillig das Spiel so ein bisschen kennenlernen. Ne? Ich meine, gut, ich kenne es ja schon, aber ihr vielleicht nicht. Puh, ist dieses Vieh hässlich. Seid vorsichtig, Schatzjäger. Das ist wahrscheinlich die Spinnenkönigin. Die ist mit Sicherheit noch gefährlicher als die anderen achtbeinigen Ungeheuer. Aber wenn wir sie töten, sind wir das ganze Nest los. Kämpfen wir. So, es gibt auch negative und positive Zustände. In diesem Fall ist unser eines Gruppenmitglied jetzt sogar vergiftet. Zum Glück haben wir die Tränke dabei, ne? Also können wir ihr gleich mal geben.
Alles klar, dann, eine himmlische Rüstung schützt die Gruppe vor den nächsten 53 Schaden. Er macht einen Nahkampfangriff und reduziert die Rüstung des Gegners. Das war zu erwarten. Oh, das war jetzt aber ein echt heftiger Angriff. Ich heile sie mal lieber. Ihr verbergt die Gruppe im Schatten, wodurch euch der nächste Angriff eines Feindes in dieser Runde verfehlt. Aber getroffen hat er trotzdem. Die Rüstung aller Feinde im Umkreis von 3 wird beschädigt. Der Rüstungswert vermindert sich um 11. Ist natürlich eine kleine Herausforderung, das Viech hier. Okay, sie ist jetzt bewusstlos. Dadurch, dass ich auch keine Heilfähigkeiten habe, kann ich die jetzt nicht mal wieder aufpäppeln. Ne? Also bewusstlos bedeutet, sie ist noch nicht tot, kann aber aktuell auch nicht mehr agieren. Ne? Sie liegt quasi am Boden. Der Gegner kann sie aber weiter angreifen. Sollte sie diesen Lebensbalken jetzt hier auch noch komplett verlieren, ist sie tot. Und das wird dann auch schwer, sie wieder zu beleben. Ich hoffe, dass wir die schaffen. Das sieht hier aktuell gar nicht so gut aus. Gut gemacht, Schatzjäger. Das wird dieses Ungeheuer lehren, sich nicht mit den Einwohnern von Sorpegel anzulegen. Ihr habt euch gut geschlagen. Hier ist eure Belohnung. Sie ist wohl verdient. Alles, was ihr hier unten findet, gehört euch ebenfalls. Aber bleibt auf der Hut. Es können noch ein paar Spinnen übrig sein. Ich bin dir in der Garnison, falls ihr mich braucht. Vielleicht habt ihr ja doch, was nötig ist, hm? Farewell! So, die Charaktere sind jetzt hier auch eine Stufe aufgestiegen. Sie leider nicht, weil sie immer noch betäubt ist und quasi keine Erfahrungspunkte dafür bekommen hat. Ne? Wir werden jetzt hier einfach mal schnell die Punkte so ein bisschen verteilen. Ist ja auch wurscht, wie wir das machen. Bei ihm hier auch nochmal. So. Du bekommst hier noch ein bisschen mehr Macht und noch ein paar Magiepunkte dazu. Und dann können wir, glaube ich, auch Talente wählen. Genau, die können wir dann hier auch nochmal steigern. Auf jeden Fall ein bisschen Schwert. Ja. Bestätigen. Kriegsführung, was war das denn nochmal? Maximales Mana. Braucht er Mana? Auf jeden Fall hier erstmal ein bisschen ausweichen. So, du kannst Erdmagie... Oder Mystik? War Mystik gut? Stärker das maximale Mana. Ja, hier. Komm. Zack.
Dann müssen wir ihm hier erstmal noch wieder entgiften. Ich würde auch sagen, wir gehen mal kurz in die Stadt zurück. Achso, wir haben ja auch noch Beute bekommen, ne? Und zwar auch wieder so eine Kopfbedeckung, die wir identifizieren lassen müssen. Dafür müssen wir irgendeinen Händler aufsuchen. Ich weiß jetzt nur gerade nicht, wer das war. Es gibt, glaube ich, einen Verzauberer in der Stadt. Schauen wir gleich mal nach. Der Dungeon geht übrigens noch weiter. Es gibt da noch ein paar Schätze zu finden. Und je nachdem, wie wir das hier von der Folge her schaffen, werden wir das nachher auch noch machen. So. Ist auf jeden Fall auch eine echt schöne Stadt, ne? Und die Grafik ist auch für das Alter eigentlich noch ganz okay. Hallo zusammen, willkommen im Gasthof zum Goblin-Wachturm. Wenn man in einer Ortschaft, also in einer Location, besser gesagt, mehrere Charaktere zur Auswahl hat, kann man die hier oben auswählen. Ne? Also wir können jetzt hier mit Oscar sprechen. Der kann uns zum Experten mit Dolchen ausbilden, ein bisschen Klatsch. Kann uns auch Dienste anbieten, indem wir Proviant kaufen. Wir haben jetzt aktuell 6. Da brauchen wir nichts weiter. Ich glaube, rasten können wir hier auch einmal. Ein Zimmer für 20 Gold und 8 Stunden lang bieten. Machen wir mal. Weil I feel stronger. Ich denke mal, dann müsste nämlich mein... Genau, dann ist sie auch wieder am Leben. So. Wir haben jetzt hier auch noch einen Bonus, weil wir gerastet haben. 10% mehr Macht, Magie, Wahrnehmung und Glück. Aber nichtsdestotrotz ist das jetzt nicht das, wo ich eigentlich hin wollte. Hier hinten haben wir auch noch ein Buch. Seemanns- und Hafenlieder. Das kann man sich auch durchlesen, wenn man möchte. Das hat dann mehrere Seiten. Ihr könnt hier gerne mal auf Pause machen und euch das dann quasi zu Gemüte führen, ne? Ich habe mir in meinen privaten Spielsessions auch immer alles durchgelesen. Ich bin da sehr akribisch. Und sollte ich hier irgendwann mal ein Let's Play draus machen, was ich auch echt gerne machen würde, dann würde ich das hier natürlich auch alles vorlesen. So, da geht's erstmal nicht weiter. Müssen wir mal gucken. Irgendwo hatten wir hier einen Händler für magische Gegenstände. Nee, das ist es nicht. Das war aber auch so ein bisschen... Ah, ich glaube da oben. So, Ausrüstung bestimmen. Und dann können wir das hier quasi identifizieren. Handeln können wir hier auch noch. Da können wir dann den Schrott verkaufen, den wir nicht brauchen. Hier haben wir einen Silberring, weg damit. Das Ding hat auch keinen tieferen Sinn und das hier können wir nicht benutzen. So, wir haben jetzt hier einen schönen Helm. Donnerklinges Helm. Und das haben wir ja gefunden. Plus 6 Widerstand gegen Wassermagie, plus 2 Stufen in der Fähigkeit Feuermagie. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendjemand Feuermagie gelernt hat. Ich glaube aber nicht. Und hier können wir dann theoretisch auch noch ein paar Sachen kaufen. Ne? Für sie wäre, glaube ich, so eine Waffe gar nicht so schlecht. So eine... Benötigt mindestens Stufe Anfängerfähigkeit, magische Foki. Ah, das habe ich gar nicht gelernt. Ausbildung können wir ja jetzt hier noch nichts weiter machen, weil wir dafür noch nicht genug Punkte haben. Ausbildung kann man übrigens immer dann machen, wenn man so einen Punkt hier erreicht hat. Also sollten wir Mystik jetzt hier zum Beispiel bis zu dieser Stufe haben, können wir einen Ausbilder aufsuchen, der uns dann quasi die nächste Stufe freischaltet. So, magische Foki hat sie gar nicht. Ah, da habe ich echt nicht dran gedacht. Also sie kann jetzt aktuell hier nicht angreifen, außer ihre Zaubersprüche zu benutzen. Ne? So, du wirst mal den Helm bekommen. Da steht jetzt Stufe 1, der Helm bekommt Erfahrungspunkte. Und das Besondere ist, er schaltet dann auch Boni frei. Also das ist ein richtig cooles Item. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, das nehme ich bei ihr hier mit rein. Warum ist denn der Mana-Wert rot? Hat sie irgendeinen Effekt? Aber eigentlich nicht, oder? Ich meine, sie ist ausgeruht. So, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die spinnenverseuchte Höhle rein. Ne? Wir haben ja ein paar Gegengifte haben wir noch da. Heiltränke lasse ich alles mal so, wie es ist. Aus der Stadt raus kommen wir eh noch nicht. Da müssen wir erst wieder in die Garnison zurück. Ja, wir wollen das Verlies nochmal betreten.
Besiegte Gegner bleiben übrigens auch besiegt. Und das war so meine Schwierigkeit im späteren Verlauf des Spiels. Ich hatte dann bestimmte Punkte erreicht. Ich habe euch ja gesagt, ich habe immer den normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Und da sind die Gegner natürlich auch ein bisschen stärker. Und irgendwann war für mich immer der Punkt, wo ich nicht weitergekommen bin. Und dadurch, dass ich eben auch keine Erfahrungspunkte mehr sammeln konnte, konnte ich mich dann auch nicht aufleveln. There are enemies ahead. Okay, jetzt flankieren die uns natürlich hier von zwei Seiten. Sehr schön. Wir können jetzt hier natürlich auch einmal rasten. Dann laden sich die Leben und das Mana wieder auf. Allerdings bekommen wir keinen Bonus, wenn wir in der freien Natur rasten. Ne? Das bekommen wir dann wirklich nur im Rasthaus. Ich weiß, dass es hier auch in dieser Höhle einen versteckten Durchgang gab. Müssen wir die Augen mal so ein bisschen offen halten. Hier haben wir auf jeden Fall wieder... Ein Fass mit einer dunkelroten Flüssigkeit. Wer möchte trinken? Zur Auswahl eines Gruppenmitglieds bitte auf ein Porträt klicken. So, seine Macht. Seine Macht hat sich dauerhaft gesteigert. Es gibt hier verschiedenfarbige Flüssigkeiten. Ich glaube, für jedes Attribut war dann eins, ne? Also Macht, Magie, Wahrnehmung, Glück. Ach nee, es gibt ja sogar 6 Attribute. Ja, dann haben wir wahrscheinlich noch mehr. Was haben wir denn hier schon eingesammelt? Wiederherstellungstrank. Regeneriert die gesamte Lebenskraft und das gesamte Mana und Vitalitätselixier. Steigert die Vitalität nach dem Verzehr dauerhaft um 1. Auch ganz nett. Ich weiß gar nicht, wo wir das her haben. Eine Truhe. Okay. So, eine Lederrüstung. Minus 6 Angriffswert. Benötigt mindestens Stufe Anfänger der Fertigkeit leichte Rüstung. Deswegen halt auch minus 6 Erkanstra. Nee. Doch. Wo ist denn sein Angriffswert hier? Verteidigung. Irgendwo muss doch hier sein Angriffswert stehen. Bin ich jetzt gerade doof? 12 bis 16 Schaden. Ah, er hat die schon ausgerüstet, ne? Rüstungswert ist 10. Nee, die war ein bisschen besser. Okay. So, wenn wir das bei ihm jetzt hier machen möchten, 12 bis 16. Angenommen. Ah, wir können die nicht mal anlegen. Okay. Ja, gut. So. Ein neuer Tag bricht an. Ja, das interessiert uns jetzt hier in der Höhle herzlich wenig. So, jetzt kommt ein kleiner geskripteter Kampf. Wenn wir die Kiste hier nämlich öffnen, erscheint dann hinter uns ein Gegner. Da sind sie schon. Warum können wir uns nicht verteidigen? Ach so, weil der Gegner quasi offiziell noch gar nicht da ist. Gut. There are enemies ahead. Sehr schön.
Legionärssandalen gefunden. Nice. Die bekommst du. Da hast du ja wenigstens Schuhe an den Füßen. So, ich habe immer noch nicht den Durchbruch gefunden. Es gab hier irgendwo eine Wand, die man kaputt hauen konnte. Ganz böse Situation hier. Stammesspeer kann keiner nutzen und hier ist wieder ein Ring ohne Effekt. Ja, hi. Ja, nur nicht mit Titan-Quest oder Titan-Quest. Ich wurde ja heute auf YouTube darauf hingewiesen, dass man nicht Titan-Quest sagt. Ja, ich dachte, du meintest auch Titan-Quest, wann ich das nächste Mal damit online bin. Ich glaube, hier haben. In dem Raum müsste das. Glaube ich, mit der Wand sein. This looks powerful. Nee, ich dachte erst, das ist hier. Aber irgendwie doch nicht. Aus welcher Serie? Ja, genau. Teil 10. Ich finde den ganz cool. Ich habe den eine Zeit lang auch sehr oft gespielt, aber auch noch nicht durch. Also ich komme mal nur bis zu einer bestimmten Stelle. Und dann fehlen mir die Erfahrungspunkte, um meine Charaktere weiter aufzuleveln und die Gegner sind mir dann einfach zu stark. Also habe ich mich jetzt hier echt so vertan? Ich hätte schwören können, dass es hier in dieser Höhle einen zweiten Ausgang gibt. Aber vielleicht habe ich das ja jetzt auch einfach übersehen. So. Dann wo war denn jetzt nochmal die magische Händlerin? Ich glaube hier um die Ecke, ne? Ne, das ist der Eingang. Stadtgardist, ja, der lässt uns noch nicht raus. Da müssen wir nämlich erst mit... Na, die Heroes of Might and Magic Spiele sind auch wieder was anderes. Das sind ja diese Strategiespiele. Ich habe damals auch immer gedacht, das ist ein und dasselbe. Also ja, es ist schon irgendwo dieselbe Welt. Und dasselbe Thema. Das ist schon deutlich einfacher auf diesem Schwierigkeitsgrad als auf dem... anderen. Ich habe doch jetzt hier eine kleine verschlossene Truhe. Was soll ich denn damit machen? Ah, ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt.
Bei der Heroes of Might and Magic Reihe war, glaube ich, Teil 2 oder Teil 3 mein Lieblingsteil. So, da haben wir einen schönen Bogen und das ist gut. Aber minus 3 Rüstung. Achso, gegenüber dem Helm. Naja, gut, das ist ja klar. Handeln können wir dann den Schrott hier nochmal schnell wieder verkaufen. Ja, den Bogen kann eigentlich auch keiner von uns nehmen. Egal, so, gehen wir noch schnell zur Stadtgarnison. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ich glaube, dann lassen die uns nämlich auch raus. So, Dunkelheit im Leuchtturm. Gute Arbeit, das mit den Spinnen. Ich habe noch einen Auftrag für euch. Was war das denn jetzt gerade? Falls ihr euch der Sache gewachsen fühlt. Im Süden von Sorpigal gibt es einen alten Leuchtturm, noch aus der Zeit des Shantiri-Reichs. Vor ein paar Tagen ist das Licht oben im Turm erloschen und war kurz nachdem mir gemeldet worden war, dass ein paar Nager, in der Nähe des Leuchtturms gesichtet worden seien. Ich habe zwar nichts gegen das Schlangenvolk, aber vor ein paar Jahren gab es hier auf der Halbinsel ein paar Probleme mit verrückten Nager, die sich Kult des Abrockers nannten. Die Herrschaft über einen Leuchtturm zu übernehmen klingt nach etwas, das diese Abwracker tun würden. Ich will so, dass ihr zu einem Leuchtturm geht und nachseht. Sollte sich herausstellen, dass tatsächlich die Abwracker dafür verantwortlich sind, dann beseitigt das Problem. Ach, und zündet, wenn möglich, das Licht wieder an. Ach, übrigens, ihr solltet außerdem mit Rosalie in der Kapelle reden. Sie hat vielleicht Arbeit für euch. Okay, haben wir den Auftrag jetzt? Ich glaube ja. So, jetzt muss ich nochmal kurz gucken. Der Ausgang ist da hinten. Ich sollte zwar jetzt noch zur Kapelle, um mit Rosalie zu sprechen, aber ich will euch noch ein bisschen von der Außenwelt zeigen. Arglin-Halbinsel betreten, ja. What a beautiful day to begin a journey. Kommt jetzt bestimmt. Their first heroic deed behind them. The raiders left the safety of Sorpigal and started their journey through the savage Ajin Peninsula, their hearts filled with promises of riches and adventure. Ja, die Erzählerin kommt dann und wann mal wieder. Ich werde das jetzt einfach mal überspringen. Open World. Da die Welt vollständig offen ist, könnt ihr auch Gebiete auf der Halbinsel erreichen, deren Bewältigung die aktuellen Fähigkeiten eurer Gruppe übersteigt. Wenn euch Feinde unbesiegbar vorkommen, erfüllt einfach anderswo Aufträge und kehrt wieder zurück, wenn die Gruppe ein paar Stufen hinzugewonnen hat. So ganz stimmt das nicht. What a perfect day to begin a journey. Okay, perfect day. Es gibt nämlich gewisse... Oh, was war das denn jetzt gerade? Es gibt gewisse Begrenzungen, wo man dann nachher nicht weiterkommt, bis man bestimmte Sachen wieder erledigt hat. Ne? Also wir müssen uns jetzt zum Beispiel auch erst um den Leuchtturm hier kümmern, bevor wir dann nachher irgendwann da hinten in der Gegend weiterkommen. So, hier kann man noch einen Wegweiser lesen. Nach Port Mehron gen Norden. Okay. Und hier können wir, glaube ich, noch einen Schatz graben, ne? Genau. Aber auch wieder nur nutzloser Tand. Hier wäre ein weiteres Buch.
Und die Bücher sind auch immer sehr schön gestaltet, gerade mit diesen Bildern noch dazu. Es muss ja auch später eine Fähigkeit geben, um das Wasser zu betreten. Ich glaube, man konnte hier irgendwo... Oder das war weiter am Anfang, das kann ich jetzt nicht mal genau sagen. Hier ist jedenfalls der Leuchtturm, um den wir uns kümmern müssen. Das ist dann quasi der erste richtige Dungeon. Die Viecher hier sind auch gar nicht ohne. Besonders der Boss oben auf dem Turm. Ja, dann haben wir jetzt hier quasi die nächsten Dungeon. Und ich würde aber vorher, also bevor ich den jetzt hier betrete, würde ich eigentlich erst so ein bisschen noch von der Außenwelt machen. Na, hier war jetzt aber auch gerade wieder ein Grafikglitch, ne? So wie das aussah. So, da hinten haben wir einen Gegner. Da ist, also diese hier sind auch immer nicht gerade zu unterschätzen, weil die haben Fernangriffe. Das heißt, wenn wir jetzt hier rübergehen würden und die bleibt da stehen, könnte sie uns dann hier quasi mit Zaubersprüchen bombardieren. Also den Turm, wie gesagt, sollte man erst betreten, wenn man so ein bisschen die Umgebung hier erkundet hat und schon so ein, ja, ich sag mal, mindestens Stufe 3 bis 4 ist. So habe ich das jedenfalls immer gemacht. Am Anfang kann man noch ganz gut leveln, später ist das dann schon etwas schwieriger. Also ganz astrein läuft das Spiel, glaube ich, hier nicht. Habe ich das Gefühl. Genau, ohne Shalassas Segen kommt ihr hier nicht weiter. Den kann man dann noch später nutzen, um an anderen Stellen übers Wasser zu kommen. Dobrafluss, okay. Es gab hier jede Menge Gegner. Wir alle wissen, dass diese Teile voll von Brigands sind, right? Okay, sie kann da leider noch nicht angreifen. There are enemies ahead. Na komm her. So. Hier haben wir auch wieder eine Stelle, wo man graben kann. Ja, die Welt ist relativ groß. Oh, Lehrlingskristallkugel. Aber dafür brauche ich ja wieder die Fähigkeit magische Foki, die wir noch nicht haben. Weltkarte, genau. Hier kann man die dann auch nochmal sehen. Das wird auch mit den ganzen Feldern hier so dargestellt, wo man schon überall war. Und bei Port Mehron war ich auch schon, das weiß ich. Seehafen habe ich, glaube ich, auch noch erreicht. Aber dann wurde das nachher langsam irgendwann...
Ja, da war ich in so einer Zwickmühle, ne? Die Gegner wurden mir dann echt zu stark. Ich bin ständig nur gestorben. Kann auch sein, dass ich die falsche Gruppenzusammenstellung hatte. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall gab es dann eben einen Punkt, wo ich nicht mehr weitergekommen bin. Und fand ich immer ein bisschen schade, weil so an und für sich ist das ein echt schönes Spiel, das mir auch sehr viel Spaß macht. Ich würde die Folge jetzt an dieser Stelle beenden. Wir haben wieder eine Stunde rum und ich wollte euch das ja auch einfach nur mal vorstellen, dass ihr mal ein bisschen was davon gesehen habt. Bedanke ich mich auch wieder fürs Zuschauen und ja, wenn ihr wollt, dann sehen wir uns.